Oh yeah, Elektroschrott. Es ist Urlaubszeit für den dicken Zirpus. Und Urlaubszeit bedeutet viel Schlaf, viel Erfrischungsgetränke, wenig Bock, was Sinnvolles zu tun. Und aus diesem Grund, ja, tue ich nichts Sinnvolles. Doch, ich fahre morgen zum Wertstoffhof. Und ich habe mir gedacht, wenn ich schon meinen ganzen Scheiß da loswerde, von Ex-Chemikalien über irgendwelche Metallabfälle bis hin zu meinem gesammelten Lützen, dann kann ich auch ein paar Geraffelgeräte, die ich noch rumliegen habe, entsorgen. Aber bevor ich die entsorge, kann ich sie ja mal aufstauben. Vielleicht interessiert es ja irgendjemanden. Betrachtet es nicht als richtige Elektroschrottfolge, sondern mehr so als ja, ein Intermezzo, während ich Urlaub mache. Ne? Ich würde euch ja nicht völlig auf dem Trockenen sitzen lassen. Ne? Ich möchte schon mal so viel spoilern. Heute gibt es zwei Geräte. Und weil beide nicht besonders spektakulär für sich genommen sind, machen wir einfach ein bisschen mehr kaputt. Das hier ist, wie mir gesagt wurde, das kam aus irgendeinem Mehlbacke-Paket. Ich weiß gar nicht mehr von wem. Aber derjenige, der mir das geschickt hat, hat dann irgendwie dazu gesagt, das sei wohl ein Pieper von der Feuerwehr oder sowas. Ich weiß weder, ob er defekt ist, noch ob er reparierbar wäre. Ist aber jetzt kein Gerät, mit dem ich tatsächlich was anfangen kann. Also schauen wir doch mal, was das Bosch-Ding innen drin hat. Der Batteriefachdeckel, also ich vermute zumindest, dass es ist, ist hier schon mal mit zwei Torx-Schrauben gesichert. Schöne lange Torx-Schrauben, die hat man nicht an so vielen Geräten. Das ist natürlich wieder was für eine Schraubenschachtel. Bei Gelegenheit muss ich mir mal einen Praktikanten suchen, der meine Schraubenschachtel sortiert. So, könnte eine ziemliche Aufgabe werden. So, da ist dann auch gleich der Clip hinten abgekommen. Jetzt was man auch mal gebrauchen könnte. Und das Gehäuse, lässt sich das jetzt öffnen? Ja, geht auf. Dann schauen wir doch mal gleich, was wir hier haben. Wie praktisch. Das ist deutsche Wertarbeit. Alles irgendwie mit Steckverbinder gemacht und auch so, dass man es tatsächlich auseinandernehmen und möglicherweise mal reparieren kann. Ich schnappe mir mal dafür ein Werkzeug, das zum Stemmen geeignet ist. Das ist ja geil. Der Lautsprecher ist mit einem kleinen Spannring gesichert. Zack, Spannring raus. Dann kann man den Lautsprecher rausnehmen. Also das ist wirklich ein Stück Qualitätshardware, das auf Reparierbarkeit ausgelegt ist. Gefällt mir, mag ich sowas. Und ein kleiner Lautsprecher, der kommt in die Box mit den Lautsprechern. Dann das eigentliche Gerät. Ja, dann haben wir hier auch wieder schön in Modulen aufgebaut. Ein Modul, das wir hier haben. Das enthält Dinge, die ich jetzt für Quarze halte. Ich nehme mal ab, das hat wirklich was mit der Abstimmung da auch zu tun. Das hier dürfte wohl ein einstellbarer Kondensator sein. Da ist die Steckverbindung, sehen wir gleich. Da hier im Modul war das hier dran gesteckt im Hauptgerät. Sehr sauber aufgebaut. Ja, also da sieht man auch gleich deutlich, das ist halt nicht dasselbe wie der China-Ranz, den man teilweise so bekommt. Das sieht sehr, sehr sauber aus. Viele schöne kleine Dinge. Was haben wir hier? Ein Chip von Sony, ein CXA1184M. Ein paar Kondensatoren, ja, wie gesagt, Quarz, ein Steckteil. Was haben wir hier? Da ist ein Aufkleber drauf, 64. Mal schauen, ob das, was unter dem Aufkleber zu sehen ist, mir was drüber verrät, womit wir es zu tun haben. Na, komm her. 55E. Hat unten drei Anschlüsse. Ich tippe auf ein ganz kleines Printrelais oder sowas. Kann ich mich natürlich täuschen. Ah, dann das Gerät an sich. Ich hatte mich getäuscht. Der Batteriefachdeckel war nicht mit den Torx-Schrauben gesichert. Der ist nämlich, glaube ich, also das Batteriefach scheint mir hier oben zu sein. Wie man das allerdings aufkriegt. Hier ist irgendwie was Schnappiges. Das sieht so aus, als könnte man es vielleicht zur Seite wegschieben. Ja, kein Batteriefach, sondern ein Akku. Bosch Telekom für Recycling FUBA-Dingens. Schauen wir doch einfach mal, ob sich das öffnen lässt.
Also ich sehe hier eine Schraube dran, wo diese kleine Platine befestigt ist. Vielleicht hält die das ja zusammen. Nee. Das ist jetzt nur so eine kleine Platine gewesen, die man da abmachen konnte. Ich glaube, der Rest ist verschweißt, wenn ich das richtig sehe. Also das ist offensichtlich nicht unbedingt dafür gedacht, dass man drankommt. Also ich sehe innen drin den Schriftzug Warta. Wenn man ganz genau reinschaut, dann kann man hier drin das sehen. Also was auch immer genau an Akkutechnologie drinsteckt, ist von Warta hergestellt. Ich glaube aber nicht, dass wir da drankommen, ohne das Teil aufzusägen. Ja, habe jetzt keine Lust drauf. Ja, hier ist noch so ein bisschen Gefuhrbar. Was haben wir hier? Bosch Telekom E-Megahertz 468,7500. Ja, da könnt ihr euch selber mal anschauen. Ja. Ne? Dann haben wir hier so ein bisschen Flatflex und noch eine Platine. Die können wir auch rausziehen. Wie gesagt, total geil, dass man wirklich alles so rauszuppeln und einzeln machen kann. Da ist das Display-Modul. Ja, also ich nehme einfach mal an, dass es ziemlich unmöglich sein wird, dafür ein Datenblatt oder sowas zu finden. Dann hier Clover Display Limited. M125 Version A. Ja, könnte man tatsächlich mal schauen, ob man dafür irgendwo ein Datenblatt findet. Das wäre irgendwie schon witzig, ne? Ich schau mal, ob ich was finde. Davon mache ich es abhängig, ob es Wertstoffhof oder Kiste wird. Dann haben wir hier noch was, was an einem weiteren solchen Connector hier hängt. Das sieht für mich so aus, als wäre das irgendwie eine Batterie für Einstellungen oder sowas. Hat auf jeden Fall einen Plus- und einen Minuspol. Sagt das Multimeter dazu. Hoppala. Das Multimeter sagt dazu 0 Volt. Also falls es eine Batterie ist, dann hat sie es hinter sich. Es hat allerdings hier interessanterweise sowas. Ja, man kann es aufmachen. Ich glaube fast, und das finde ich interessant, dass das hier auch nochmal so ein kleiner Piezo-Transducer oder sowas ist, so ein kleiner Lautsprecher, aber es ist hier so ein stoffartiges Material davor. Und das hier sieht aus wie so ein kleiner Piezo-Pieper. Also es könnte theoretisch sein. Also von der Position im Gehäuse müsste es eigentlich ein Schalter sein. War einer der merkwürdigsten, die ich jemals gesehen habe. Also es wäre, muss man sich so vorstellen, wenn die Platine hier, wenn ich die jetzt nicht abgerissen hätte, ja, wäre die da so dran. Und dann würde das Ding, dann hat das Ding hier so im Gehäuse gesteckt. Ja. Da ist hier ein Tasterteil dran und hier vorne ist ein kleiner Schlitz, wo diese... Taste ist mit M beschriftet. Ganz komische Sache. Eine Kombination aus Taster und Piezo-Pieper oder sowas in der Art. Ganz merkwürdiges Zeug. Ja, was jetzt noch bleibt, ist hier das eigentliche Mainboard von dem Teil. Da sind erstaunlich große Sachen drauf. Also dieses eine hier, dieser NEC 7551 und so weiter, sieht so groß aus, dass ich drauf tippen würde, dass es ein Mikrocontroller ist. Irgendeiner. Und dann haben wir hier noch was mit einem Aufkleber, der uns vor statischer Aufladung warnt. Das ist ein Philips-Chip. Ja, ja, dürft ihr selber recherchieren mit der Typennummer. Keine Ahnung, was das ist. Aber das ist ein sehr schönes, ordentliches Board. Gefällt mir. Schön. Sauber verarbeitet. Sieht man nicht allzu oft. Ja, na gut. Weg damit. Wertstoff. Wie süß, ne? Was denn?
hatte euch noch eine Gerätezerstörung versprochen. Und da will ich euch nicht enttäuschen. Fällig ist er hier. Seht ihr einen Scheiß im Licht? Fällig ist er hier. Das ist ein Kabelfernsehreceiver. Der UMAX NA-HD 2000C von Kabel Deutschland. Was für ein Stück Scheiße. Mein Gott, was für ein Stück Affenscheiße das ist. Der hier, der hat mich so viel Nerven gekostet, so viele Telefonate mit dem Support, so viel. Eigentlich müsste ich da mit einer Flexball gehen, das hätte er verdient, aber machen wir hier mal nur so ein bisschen Geschräubel. Ne? Übrig bleiben wird trotzdem nur noch was für ein Wertstoffwurf, sage ich jetzt schon mal. Zunächst gilt es, dieses Scheißteil zu öffnen, und dafür verwenden wir hier den braven kleinen IXO. PH2 passt. Ja. Ein Gerät übrigens, der Schrauber hier, der sehr schön handlich ist, aber leider extrem langsam dreht. Ein Drehmoment wie der Teufel hat, damit habe ich mir schon mal eine Steckdose kaputt gemacht. Und ansonsten nicht sehr regelbar ist. Ne? Wo haben wir noch welche? Hier hinten sind noch welche. Ist jetzt aber im Vergleich zu meinem Makita einfach kleiner. Und kleiner ist hier jetzt gerade etwas praktischer. Ich behaupte übrigens jetzt schon sagen zu können, das Beste an diesem Teil hier sind die M3-Schrauben. So. Ja. Oh Scheiße, jetzt ist die Garantie futsch. Jetzt habe ich ein Problem. Ja. Erste Teil für den Müll. So, was haben wir denn hier? Also ich sehe schon mal eine Sache, die mich mit großer Freude erfüllt. Nämlich ein relativ großes Netzteil, das so an sich ganz vernünftig aussieht. Ja, der Kondensator scheint ein kleines bisschen gebeult zu sein. Da muss ich mal schauen, ob der noch taugt. Und vor allem Netzteil, das hier mit einem Stecker dran ist. Sprich, das kann man hier sehr, sehr gut entfernen. Oh, geil. Und alles, was man hier so braucht, ist auch beschriftet. Ja, sehr, sehr gut. Also welche Ströme hier rauskommen. Was haben wir hier? Output 3,3 Volt bei 3 Ampere, 12 Volt bei 1 Ampere, bei 1,5 Ampere. Und das untere, was haben wir da? 12 Volt, Masse. Hervorragend. Das ist gut, wenn man nicht raten oder ausmessen muss, sondern wenn man einfach weiß, was dran ist. Und da drüben, das ist ziemlich merkwürdig, am hinteren Ende hatte der hier noch so ein Flatflex-Kabel, das aufs Board drüber ging. Und das ist beschriftet mit solchen Sachen wie Power, Ground, AL, Ground, Ground, Y, CVBS, SPDIF. Also eigentlich Dinge, die so in den Steuerungsbereich gehören. Hm. Sehr merkwürdig. Das werden wir aber gleich sehen, wenn wir das Teil hier rausgenommen haben. Dann können wir mal gucken, was da sonst noch so dran ist. Ansonsten, angenehmerweise, ne? Mal wieder so ein schönes kleines Euronetzkabel. Das kann man auch immer gebrauchen. Vor allem, wenn es einen passenden Stecker hier fürs Netzteil hat. Da hinten. Ah, ich verstehe. Ah, ja. Zumindest der SPDIF-Ausgang hier, ja, der hängt auf der Netzteilplatine. Warum auch immer. Ja. Irgendwas werden Sie sich dabei schon nicht gedacht haben. Aber das würde erklären, warum da die entsprechenden Leitungen rübergegangen sind. Jetzt schauen wir nochmal hier. Zwei Schrauben müssen noch raus. Zap, zap. Und schon hat der dicke Zappes wieder ein Netzteil für seine Sammlung. Nachdem ich erst neulich tatsächlich von schlauen Marten mal eins gebraucht habe, bin ich inzwischen davon überzeugt, dass es eine gute Idee ist, sowas zu haben. So, jetzt schauen wir uns das hier mal näher an. Mal gucken, was wir denn nicht dabei hier zum Zeigen. Naja, mein wunderbarer Heilmann-Spatel. Hier ist der Stecker, ne, wo diese Kontrollleitung rankam. Und wenn man sich das anschaut, die entsprechenden Leitungen gehen hier hinter ans hintere Ende, hier zum Beispiel tatsächlich auf den SPDIF-Stecker. Und hier sind noch Sachen, die sind schlicht und einfach nicht bestückt. Vorne nur Löcher drin, hinten Lötpads.
Und ich habe so die Vermutung, dass bei einem anderen Modell von diesem Receiver hier einfach noch ein paar mehr Ausgänge gewesen wären. Das klingt logisch, oder? Gut. Kann man bei der Verwendung als Netzteil komplett ignorieren. Da könnte ich theoretisch eine Säge nehmen und diesen ganzen Teil hier abflexen. Weil das ist wirklich nur für diesen Signalkack zuständig. Also dieser ganze hintere Teil macht überhaupt gar nichts mit Netzteil, sondern wirklich nur mit irgendwelchen Signalen. Das eigentliche Netzteil sieht sauber aus, ordentlich aufgebaut. Sicherheitsabstände passen. Auch sehr sauber gelötet, muss ich sagen. Also ist schon, ja, das ist ein gutes Netzteil. Primary, Secondary beschriftet. Mal gucken, gibt es einen Hinweis drauf, wo das herkommt. Sung Ho Electronics. Okay, ist schon fast Hang Lo, aber nur Sung Lo. Aber ja, gut, zeigt, dass auch chinesische Geräte echt ordentlich aussehen können. Gut dimensionierte, schöne, große Dioden. Sicherung ist dran. Ja, ist ein schönes Netzteil, werde ich auf jeden Fall behalten. Bleibt noch das hier. Der Teil des Receivers, der wirklich Unglück verursacht hat. Würde sagen, als erstes mal hier das Flatflex raus und dann schraube ich mal hier hinten die Teile ab. So, jetzt habe ich alle Schrauben ab. Eigentlich müsste es rausgehen. Verkantet sich noch vorne wegen dem Slot, wo hier die Smartcard reinkommt. Na, da ist hier vorne für die Smartcard und da ist hier so ein Plastikstück. Ich nehme an, damit das sauber geht, müssen wir erstmal die Vorderblende abnehmen. Kein großes Problem, die ist hier nur so ein bisschen geklipst. Also, wenn die Typen, die bei UMAX die Firmware programmieren, ja, genauso viel drauf hätten wie die Typen, die dieses eigentlich sehr schön zu demontierende Gehäuse gebaut haben, dann wäre dieser Receiver gar nicht mal so eine grobe Scheiße, wie das tatsächlich ist. Leider hat man teilweise das Gefühl, es könnte ein Samsung-Gerät sein. So kacke ist der. Naja, lustig. Wer mein RackBuddy-Video gesehen hat, weiß, dass ich diese Module hier auch einige von rumliegen habe und schon verbaut habe. Ist leider festgelötet und auslöten lohnt sich jetzt nicht. Dann ist hier ein kleiner Mikrocontroller drauf. Was haben wir hier? Ach nee, ist ein Atmel. Atmega 8. Ist ja lustig, die Steuerung hier für das Input-Modul vorne dran wird von einem kleinen AVR gemacht. Ist ja schnuckelig. Wenn ich von denen nicht so viele rumliegen hätte, würde ich mir glatt ablöten. Na gut. Ja. Ansonsten gibt es eigentlich viel zu sehen hier. Könnt ihr euch selber mal angucken. Ein paar Taster, Display-Modul, Mikrocontroller. Hier hinten, das ist ein Stück Schaumstoff mit Dingens für die Erdung. Naja, ja, was man halt so hat. Hier Plaste, jede Menge Plaste. Und das Logo aus der Hölle und das Logo aus dem tiefsten Kreis der Hölle. Mein Gott, Kabel Deutschland. Oh Gott, wie ich den Laden hasse. Ja. Jetzt geht auch das hier ab. Schraube kommt aus, Schrauben behalte ich. Noch mehr Schrott für den Werkstoffhof. Und das eigentliche Board. Schauen wir mal, was wir da haben. Also, auf der Vorderseite ist nicht sehr viel drauf. Man sieht, es gibt offensichtlich noch eine andere Variante von dem Teil mit mehr Speicher, weil hier die zwei RAM-Chips sind bestückt, die zwei hier nicht. Es sind auch noch einige andere Sachen nicht bestückt. Zum Beispiel hier sehe ich so ein Elko-Teil im Pad, das nicht bestückt ist. Wäre wahrscheinlich für die zusätzlichen RAM-Chips irgendwie wichtig gewesen. Hier ist noch ein Elko. Hier ist auch noch überhaupt ein Pad für nochmal einen... Für den U951. Das wäre normalerweise da gewesen, wo jetzt hier der HDMI-Ausgang ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es da vielleicht noch eine Variante gibt. Keine Ahnung, eine andere Variante. Da ist nochmal ein Chip, der mir verdammt bekannt vorkommt. Naja, ist was von ST. Das ist ein ST6417, das kenne ich nicht. TDA irgendwas. Quarz. Also es ist insgesamt eigentlich erstaunlich wenig drauf. Wenn man mal davon absieht, dass wir hier einen schönen großen Kühlkörper haben, wo offensichtlich der Mikrocontroller drunter sitzt. Und auch wenn ich es mir mittlerweile abgewöhnt habe, wirklich jeden Mist aus diesen Geräten zu behalten, wenn ich sie runterziehe, manche Sachen kann man gebrauchen, Kühlkörper gehören dazu.
Vorausgesetzt, ich kriege ihn so ab, dass er hinterher nicht im Arm ist. Mit etwas Gewalt geht fast alles. Dann schauen wir mal. Ekliger Gub drunter. Ganz harter, gelb verkrusteter Kram. Mal schauen, wie ich das abkriege. Und hier drunter haben wir einen Broadcom-Chip. Ja, muss ich doch mal mit der Lupe schauen, was das sein macht. Ja, ärgerlicherweise hat sich diese extrem harte Paste genau da festgesetzt, wo die Typenbezeichnung steht. BCM 740 irgendwas. Ja. Ist auf jeden Fall Chip von Broadcom. Wahrscheinlich würde ich jetzt mal drauf tippen, irgend so eine Armmöhre. Ja. Und was haben wir noch auf der Rückseite hier? Auf der Rückseite ist relativ wenig. Aber was man sieht, relativ hoch integriert. Sehr kleine Teile. Sieht fast aus wie in einem Handy mit dem ganzen, was ist das hier? 0201, 0402, keine Ahnung, auf jeden Fall. Ne? Ist ja lustig. Hier, Handstar steht da drauf. Es könnte also sein, dass sich Humax hier seine Geräte von Handspray bauen lässt. Also so würde ich es auf jeden Fall verstehen. Entweder als fertiger oder es ist tatsächlich ein umgelabelter Handspray. Ja, ansonsten eigentlich nichts Unerwartetes. Der Raffel halt, ne? Ja, das war's auch schon. Ich meine, ich könnte es jetzt noch verbrennen oder so, aber eigentlich, ne. Ja, ich schaue nochmal, ob ich hier eigentlich den BGA, kriegt man so einen BGA ab? Ne, kriegt man nicht ab. Könnte ich abheißluften, aber warum? Gut, das war's hier mit Gesamtausbeute aus diesem Teil, ein Kühlkörper. Wundert mich irgendwie auch nicht, dass bei Humax nicht mal, also zum Ausschlachten. Scheißteil. Jo, also ich hoffe, ihr nehmt es mir jetzt nicht zu übel, dass das heute, ich sag's ja selber, nicht ganz so eine pralle Folge war, aber immerhin gab's überhaupt was zu sehen und ihr seht mich doch so gerne, oder? Und ich verspreche auch, dass ich bald mit was Besserem rüberkomme. Großes Indianer-Ehrenwort, wenn man das heutzutage noch sagen darf. Ansonsten großes amerikanische Ureinwohner-Ehrenwort. Und in diesem Sinne, tschüssing.